Testaufnahme. Ja, test ruhig. Ich habe keine Probleme damit. Achso, es geht alles schon rucki zucki gebaut. Oh, Tittenfick, Alter. Hallo und herzlich willkommen zu einer, kleinen Adventure-Map mit mir, dem Max, dem Weltmax-Master und dem King of Loser und zwar meinem Designer, dem lieben DaysArcs. Hallo. Let's of Days Place hoch oder sowas, ne? Days Place? Ja, genau. Days Place. Days Place. Gays Place, ne? Da machst du auch Gays. Ach, egal. So, auf jeden Fall spielen wir die Map Tree Jump und zwar, das ist die Map, die, Weißt du, das ist voll unfair. Ich kann das nicht abbauen, weil ich keine Rechte dazu habe. Und du kannst es abbauen, du kleine dumme Hure. Oh, soll ich dich kurz empfehlen? Nee, ist okay. Ja. Und auf jeden Fall. Ja, ist das die Map, wo Pete's Meat versagt hat? Das ist die erste Map, wo Pete's Meat aufgegeben hat. Und wir haben uns gedacht, komm, hauen wir die rein, machen wir die und wir schaffen die halt irgendwie auch. Ne? Wäre ja irgendwie ein bisschen episch. Und, ja, dann willkommen auf der Jump Map Tree Jump. Viel Spaß und Version 2 und. Alter, bitte schub mich da jetzt nicht rein, ist ja voll unerotisch. dann, Regeln ist da drüben. Zusatzaufgabe: Finde auf der Map alle verteilten. Warum brennt schon wieder? Warum brennt der behinderte Baum die ganze Zeit? Alter. Junge, guck mal rein. Boah, nee. Boah, mach mich mal irgendwie OP, dass ich die ganze Scheiße abbauen kann, auch kurz. Alter, was ist das für ein scheiß verkackter Baum? Alter, das geht mir mal voll auf. Hast du irgendeine scheiß Kiste betätigt oder so? Oder irgendeinen Nein, Knopf nicht gedrückt? Ich hab diesmal nichts gemacht. Nee. Alter. Der Baum brennt schon wieder, ist klar. Guck, siehst du die Lava? Hier, komm mal. Ja, ich seh die Lava. Hier, guck mal, das hier. Und hier sind auch Pistons. Ich glaube, das ist irgendwie aufgegangen oder so, ne? So, da sind wir wieder zurück. Und ja, weil ich nehme mich auch auf für alle Leute, die jetzt hier bei dem lieben Datesplate zugucken. Und ja, nee, weil hier der Baum hat ja gerade gebrannt. Und wir haben den Fehler gefunden. Und zwar hier innen drin, da wo das Gold jetzt ist, da hat ein Block gefehlt, weil die Leute irgendwie gefailt haben beim Bauen. Und ja, daher muss wir das schnell nochmal stopfen, das Loch und ja. Gut, ich würde sagen, wir legen einfach los und ich würde sagen, wir machen, wir gucken, dass wir Pete's Meat ein bisschen fertig machen, oder? Dass wir das Ding hier kurz schaffen. Okay, also mit runterschucken oder ohne runterschucken? Leute, ich bin erstmal dumm. Ja, also ich weiß nicht, man braucht es ja nicht übertreiben. Ich meine, ab und zu kann man ja schon mal lustig sein. Aber du musst halt mit den Konsequenzen rechnen. Ich meine, ich habe ja manchmal, du nicht. Ich habe mir vorhin das von Pete's Meat angeguckt, kurz, weil du ja gesagt hast, Diana, Alter, ich bin so schlecht. Warte mal, ganz kurz. Ist es hier eigentlich mit Sprint Jump oder ohne Sprint Jump? Was meinst du mit ohne und mit? Ja, darfst du ihn benutzen oder darfst du ihn nicht benutzen? Was ist Sprint Jump? Deine Mutter ist Sprint Jump, ohne Witz jetzt. Ich weiß nicht mal, was das ist. Also, wenn du Doppel-W drückst, so Spacken. Ah ja, Doppel-W. Ja, das ist Sprinten und der Sprint Jump ist, wenn du sprintest und jumpst. Ah ja. Ja, darfst du den benutzen oder nicht? Ja, klar, darfst du den benutzen. Ja, aber willst du das wissen? Weil man für manche Sprünge einfach sprinten muss. Ja, das ist ja gerade die Frage. Ich musste bis jetzt eigentlich für keinen Sprung sprinten. Also ich bin vorhin mal hochgeklettert und dann waren 2-3 Sprünge, da musste man sprinten. Okay, ja gut, dann machen wir auch mit Sprint. Jump. So. Ich habe ja auch mir ganz viel Essen geholt. Einfach nur cause I can. Und ich bin mal gespannt, wie viele Folgen wir brauchen. Okay. Ich bin mal gespannt, wie viele Folgen wir brauchen, um diesen ranzigen Kack hier zu machen. Aber ich wette mit euch einfach, Pete's Meat würde den Baum jetzt auch übel schnell packen, weil ganz ehrlich, die haben so krasse Adventure-Maps schon, gemacht mittlerweile. Lol. Ja, Hammer. Ich bin nicht runtergefallen. Ich tue noch so. Bist Pete's Meat Fan, oder? Ich? Ja, natürlich. Schon damals, also 1872. Da war ich auch schon Pete's Meat Fan. 1872? Ja. Übertreib dein Leben. Nee, wirklich jetzt. 1872? Ja, damals war ich schon Pete's Meat Fan. Warst du noch nicht mal geboren? Alter! Tja, du. Jeder kann so AFK rum, um nachzudenken und du so, ja. Ja, wir sind gerade auf Adventure, wenn wir nicht auf Urlaub. Was ist denn los mit dir, ja?
So. 1872, da warst du noch nicht geboren. Das wette ich mit dir. Alter. Gab's da überhaupt schon YouTube? Klar, Mann, da gab's auch schon. Da gab's auch schon die PlayStation 4. Scheiße. Okay, PlayStation 4 ist noch nicht mal draußen. Alter, willst du mich gerade verarschen? Bist du gerade wirklich so dumm oder tust du nur so? Alter. Alter. So, jetzt. Nein! Alter, ich bin einfach nur leichtgläubig, weißt du? Wenn du am. Also, der erste Sprung quasi, den du machen musst, wenn du da nach oben guckst, und da oben war ich gerade, Alter. Du warst über dem ersten Sprung. Ja. Du bist also doppelt so gut wie im Jump and Run wie ich. Guck mal, hier direkt über uns, auf dem Block war ich, links neben der Fackel. Ja, dein Leben. Mein Leben ist mein Leben. Ist schon fast durch. Und was hast du da für eine Potion genommen eigentlich? Ich habe keine Potion genommen. Ich habe hier Fire Resistance und Normal Resistance. Denn ich habe nämlich einen goldenen Apfel geschluckt. So ist es immer. Ah ja, ich hasse diesen Sprung. Ja, du bist halt schon ein bisschen schlecht. Ja. Boah, Alter, weißt du, eigentlich relativ lustig. Weißt du, guck mal, wie wir das einfach hier irgendwie kurz machen. Lol. Ja. Kurz machen, ich fall die ganze Zeit runter, willst du mich verarschen? Ja, ich auch. Ich bin am überlegen, ob ich meine Schuhe verzaubern soll mit Feather Falling. Mit fettem Fallen. Meine erstmal Diamantrüstung, Schuhe verzaubern. Vorbeispringen. So, machen wir kurz, würde ich sagen. Und wieder ganz oben. Was machst du so? Achso, ja genau, und alle Zuschauer in der Videobeschreibung findet ihr. Oder auch als Videoantwort findet ihr hier das Video von dem lieben Days Place, auch Gays Place genannt. Junge! Ja. Schreibst dir Mobbing, Internetmobbing, Cybermobbing. Erzähl doch mal kurz, was denn auf deinem Kanal. Alter! Fick doch deine Kranzwurst! Boah, was ist eine Kranzwurst? Keine Ahnung. Erzähl doch mal kurz deinen Leuten, also einfach hier den Zuschauern, was du denn eigentlich so auf deinem Kanal tust. Ich tue eigentlich Hauptsache in Minecraft, so alles was so PvP-technisch, also hier Hunger Games, Trouble in Mineville, Gun Game, alles mögliche. Ah, das wäre jetzt mies, ich hab gesehen, wie du geschlagen hast gerade. Ich hab nicht geschlagen. Nee. Scheiß Kerl, elendiger Alter. Und jetzt bald fange ich noch mit ein paar anderen Let's Plays an, ich will Assassin's Creed Black Flag. Also du machst nicht nur Minecraft. Nee, also bald wird auch noch anderes kommen. Okay. Momentan aber nur Minecraft. Und nee, Alter, immer bei diesem Kackwurstsprung, ey. Mo. Ja. Und das meiste nehme ich auch eigentlich mit einem Kumpel auf, Surf Let's Plays. Und ich bin auch schon so weit wie du gerade warst. Ficken. Du warst gerade weiter, oder? Ja. Ja, da oben ist was, das Warte Ziel. Mal ganz kurz. Alter. Ja, was? Ja, genau. Und noch ganz kurz noch eine kleine Information. Und zwar fragt ihr euch sicher, warum denn der liebe, gute Days denn so rum, also nicht leckt, aber so ein bisschen kratzt die Stimme. Das liegt nicht an seiner behinderten Kackstimme, sondern das liegt daran, irgendwie mittlerweile ist es bei mir so, ich weiß allerdings nicht an was es liegt, ich muss das mal irgendwie ein bisschen gucken, dass ich das gefixt bekomme. Und zwar ist es so, dass wenn ich irgendwann aufnehme, sobald ich die Aufnahmetaste drücke, also sobald ich mit Fraps aufnehme, vermindert sich die Qualität von einfach Audio, was irgendwie Input ist, von Skype oder Teamspeak oder keine Ahnung, vermindert sich einfach mal irgendwie um 50% oder 80%. Ich weiß nicht, warum das so ist. Habe bestimmt schon bei irgendwelchen anderen Projekten auf meinem Kanal mitbekommen, wenn ich mit jemand anderem aufnehme. Das ist kacke, das ist richtig, richtig mies und das geht mir relativ gut auf die Eier. Und daher muss ich da mal gucken, dass ich da, das irgendwie mal gefixt bekomme. Aber es ist halt so, wenn du jetzt halt redest, dann ist so ein Krrrr drin, so weißt du, ein bisschen, also nicht Roboter oder so, aber so ein bisschen so ein Kratzen halt, weißt du, was ich meine? Ja, ich glaube so schon so teilweise. Ja, genau, und das ist halt irgendwie kacke und ich weiß echt nicht, an was das liegt. Weil das liegt doch nicht am Internet oder sowas, hundertprozentig nicht, weil wenn ich jetzt nicht aufnehmen würde, würde ich dich ganz normal verstehen. Also immer, wenn ich die Aufnahmetaste drücke, dann kommt sowas und das ist irgendwie kacke. Also das liegt bei dir anscheinend an Fraps? Ich weiß nicht, ob es... Stimmt, ich könnte einfach mal eine andere Version von Fraps benutzen. Boah, du hast mir gerade, Alter, du bist da voll der Sonnenschein, ne? Ich hab da noch nicht mal was gewagt, ich hab nur gefragt, ob es an Fraps liegt. Ja. Scheiße, ich bin drüber gesprungen. So, komm, ein bisschen Concentration. Ich sitze ja auch hier gerade so da wie so ein alter Krüppel, ey. Ohne Witz jetzt.
Also nicht wie immer so ein junger, nicht wie so ein junger, sondern wie so ein ganz, ganz alter, weißt du, so ein richtiger Alter, so 50.000 Jahre. Weißt du, so richtig steif angespannt und so. Ja, so wie mein Penis. Oh, na dann ist das natürlich was ganz anderes. Alter, du alter Gays Plays. Bin ich gay? Ja, aber du playst, oder? Hey, ja. Hey, ja. Viel. Und Probleme, hä? Wo bist denn du? Oben. Fast. Naja. Alt und so. Ich wette, wir kriegen das hin. Alter. Ja, ich glaube auch, dass wir das hinbekommen. Guck mal runter. Alter, wer? Junge, dein Leben, lass es. Junge. Leute, Junge. Ey, lass ja, es. Ja, ist okay. Ja, Alter, lass es. Lass es. Hä? Ich will Freiheit. Soll ich treffen? Nein, du sollst nicht treffen. Komm einmal, okay? Nein. Warte. Boah, der war ganz knapp. Jetzt treffe ich dich. Oh! Junge, an der Tastatur schwitzt. Ja, das hat... Genau hier war das. Genau hier wurde es erfunden. Meine Tastatur ist dick am Schwitzen. Hier wurde dieser Kackspruch erfunden. Echt jetzt? Meine Tastatur. Ja, da hat Bram das erste Mal gesagt. Harley hat das, glaube ich, sogar gesagt. Boah, meine Tastatur schwitzt. Alter, ich war gerade... Alter, ich war fast oben. Also, ich hätte dich doch runterschießen sollen, ne? Ja, hättest du machen sollen. Nächstes Mal dann. Nächstes Mal, okay. Ich jetzt auch noch einen Pfeil und Bogen? Wir mal essen jetzt hier. Ja, aber ich hab dich nicht runtergeschossen. Das wäre voll unter, wenn du mich einfach runterschießen würdest. Aha. Alter, wie ich immer nur in den Arsch will, Alter. Boah. Ey, das ist doch kackies, weißt du? Boah, nee. Ja, ist schon so. Immer dieser Sprung, ich weiß gar nicht, wo er hat so eine Decke oder sowas? Ich spring da oben immer dagegen, ey. Morgen. Ich mach voll die kranken Geräusche, wenn ich am Fällen bin. Ja, nee, mal ohne Witz jetzt, das ist doch echt, also boah. Eigentlich ist der Baum ja auch wirklich nicht so schwer. So. Ey, jetzt ist nächstes Mal, guck mal, ich bin oben. Schon wieder da, wo ich gerade eben war. Also kann ich mich wieder abschießen. Doch, ich glaube, dass der Baum wirklich ohne Sprint-Jump. Auf jeden Fall die ersten, also ich weiß nicht, ich bin mir nicht sicher, ob die ersten Sprünge, aber ich bin gerade ein bisschen am Gucken, weißt du, und diese ersten Sprünge. Nein. Ich hab noch ein halbes Herz. Junge, ich hab mich gerade so, ich war gerade so von meiner Tastatur weg, hab meine Jacke kurz ausgezogen, jetzt gehe ich wieder meine Tastatur, drück aus Versehen die S-Taste, lauf runter. Scheiß Kerl. Ja, weil guck mal, die ganzen Sprünge hier, die gehen alle ohne. Und der hier geht eigentlich auch noch ohne, oder? Guck mal, hier, guck dir mal den hier an, der geht eigentlich auch noch ohne, oder? Ohne Sprung. Also ich will es jetzt nicht ausprobieren, aber... Ich glaub's nicht. Nein. Ich glaube, die Map ist... Ich bin fast tot. Aua. Oh, bin ich böse. Leck, bin ich böse. Mann! Guck mal hier! So. Wieder ausgemacht, weil ich so besser springen kann. Ja, ich hab auch gerade ohne Shader hatte ich irgendwie. Na, du bist tot. Ich hatte auch gerade ohne Shader. Hatte ich auch gerade irgendwie nur 20 FPS. Was laber ich? Alter, ich bin so dumm, ne? Mit Shader meine ich. Hatte ich nur 20 FPS, habe ich den Shader mal rausgemacht für maximale Energie. Jetzt geht's. Aber irgendwie, ja, weiß auch nicht warum. Dein Essen liegt zwar hier noch. Ich noch Essen, egal, ich hab einen halben Stack. Ich hab 62 Äpfel. Ich hasse diesen Sprung. Alter, die Map, ernsthaft, Alter, ey, gell, nur so zur Info, ist schon 13 nach 17 Uhr, behältst die Uhr im Auge und so? Es ist 8 nach 17 Uhr. Ist 13 nach. Nein, es ist 8 nach. 13 nach. Ich will mal schauen, was mein Handy dazu sagt. Also mein Handy sagt 9 nach. Meins auch, und es ist 9 nach jetzt aktuell. Geht meine Computeruhr falsch. Ja, das ist nämlich komisch, weil meine Computeruhr geht nämlich richtig. Und eigentlich, du hast doch Windows 7, oder? Ja. Und das Windows 7 tut sich eigentlich konfigurieren nach einer Uhr, die das im Internet quasi abliest. Und dann müsste die falsch sein. Aber es ist sie nicht, weil sonst wäre meine Uhr auch falsch. Weißt du, was ich meine? Also theoretisch ist es ein bisschen komisch. So,
So, ich will jetzt diesen Kacksprung hier schaffen. Ja! Welchen Sprung? Den einen, der wohl kacke ist. Schon über mir? Ich bin jetzt auch da, wo du warst vorhin. Dann warte mal auf mich, ich komme, okay? Oh weh, du schlägst mich hier runter, Alter, ganz ehrlich. Ja, ich schlag dich nicht runter. Ich schwöre auf, ja, wie der Typ heißt. Nein, lol, fick dich. Fick dich. Fick dich. Alter, du kleines Stückchen an Code, ey. Du bist ein Minder. Weißt du, wenn Minderwertigkeit einen Namen hätte, dann würde es ab sofort Gaze Place heißen, Alter. Ohne Witz jetzt, ich schreibe jetzt den Titel Gaze Place, okay? Es ist mir egal, Alter. Nur mal, du so richtig ein stockschwules Stückchen an Wurst. Oh nee, weißt du, ich war. Mann! Erst war die auch von WhatsApp zu. Oh, Linda, geh mal nicht auf die Eier jetzt hier. Mein, ich bin gerade in Rage, ey. Weißt du, Dirk, ich sag so. Oh. Du hast mein Vertrauen gebrochen, du dummes Gesicht. Ja. Verpiss dich, Alter. Ist mir egal, Alter. Jetzt weg mit der Scheiße. Jetzt wirst du fies, gell? Jetzt wirst du fies. Es ist mir egal. Alter, ernsthaft. Was denn? Episch! Was? Keine Ahnung, alles. Macht gerade so Spaß, finde ich jedenfalls. Bist du da runtergefallen, hm? Bist ein bisschen schlecht? Oh. Ja, Probleme damit. Ja. Jetzt mach ich mich runter, weil ich dich einmal runtergeschlagen habe. Geht's? Ja, ich hab dich noch nie runtergeschlagen von so einem hohen Place. Nur einmal. Ja, aber nicht von so weit oben, ne? Das war jetzt Revanche. Revanche, genau. Warte, wo ich bin, leck mich am Arsch. Alter! Siehst du, guck mal, wo ich bin. Komm schon, spring! Halt diesen Moment fest. Oh, da geht's noch weiter. LOL, was ist das für ein Assi-Nuss-Kopfsprung? Bitte, der geht übelst easy und du schaffst ihn beim ersten Mal. Hab's gewusst. LOL, ich hab den Baum geschafft, ne? Alter, dein Leben, ich will auch. LOL. In der ersten Folge willst du mich verarschen. Und Pete, ja, das war jetzt schon, ich glaube, eine knappe halbe Stunde, aber trotzdem. Und Pete wieder, das hat das Ding aufgegeben, Alter. Leute, ich erkläre mich einfach jetzt selber als ultra awesome. Ja, das liegt aber wahrscheinlich daran, dass wir uns nie runtergeschlagen haben. Wir haben durchgehend sich runtergeschlagen, weißt du? Yay! Raketen! Weil siehst du das? Ja, ich hör's auch. Ganz schön laut. Ey. Hui. Hätte ich noch öfters runterschlagen sollen. Leute, ich bin. Ja. Ja, egal. Was machen wir jetzt, wenn wir jetzt auf mit der? Also, weil ich schnapp und so. Warte mal, ich geh jetzt erstmal runter. Also schon wieder gestorben, Alter! Egal. 21 ganz sicher, alleine werde ich die Map nicht, wenn wir fertig spielen. Ja, nein, ich meine, einer hat jetzt gewonnen, oder? Ich meine, aber du warst ja selber schon mega weit, also es ist übertrieben schwer, ist die ehrlich gesagt ja eigentlich nicht. Naja, ich habe die Map geschafft als Erster. Daher würde ich sagen, hammer geil. Ja, Master, ne? Ich bin halt der Profi, was wollt ihr tun? Ja, ich ehre dich wirklich, mein Master. Du bist der Beste. Ja, danke. Vielleicht schaffst du es jetzt noch kurz, dein Last Try, oder? Ja, mein Last Try. Okay. Alter. Okay. Aber Alter, ernsthaft, wie kann man sich konzentrieren, wenn da oben die Dinger losgehen? Alter, du bist so ein Arsch! Du bist runtergefallen? Oh mein Gott, wirklich? Scheiße. Wirklich? Ich bin oben gespawnt, Leute. Ja, ich bin auch vorhin oben gespawnt. Egal, du hast es einfach auch geschafft, okay? Ich würde sagen, das war einfach Teamarbeit, oder? Ja, das war richtig. Ich entschuldige mich nochmal für vorhin, obwohl, Alter, ich hab dich total motiviert mit dem Rage-Modus, glaube ich. Ja, hast du, glaube ich, wirklich. Aber das Problem ist, das Ding ist einfach, dass die Map eigentlich überhaupt gar nicht schwer ist, daher war es auch nicht so übertrieben. Ich war ja relativ schnell wieder oben. Das waren jetzt 3 Folgen. Ja. Na gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen und denkt dran, schaut auf jeden Fall bei dem lieben Days mal vorbei. Und einfach nur hammergeil. Auch einfach, ich sag's einfach mal in der Aufnahme, das ist einfach so geil, dass du die ganzen Designs machst und so weiter, weil. Der Kerl hat's halt einfach wirklich drauf und der macht einfach auch so viel privat auch für mich. Wie letztens die erotischen Einladungskarten, die wir by the way gedruckt haben jetzt, ne? Die sind jetzt fertig, also. Ach so? Ja, war cool. Und daher echt hammergeil, was der Kerl leistet und daher könnt ihr auf jeden Fall mal bei ihm vorbeischauen. Und für die anderen Leute, die es gerade bei Days sehen, hallo!
Abonniert mich! Nein. Schleichwerbung. So. Hallo, abonniert mich. Der war fest. Okay. Nee, hallo, guck mal, hier ist Essen drin. Wo? Guck mal, hier in diesem komischen Holzhütchen hier. Das ist neben dem Baum. Hier ist Essen drin in diesen Dingern. Erdbeere und. Scheiße. Oh, war das knapp. Da hier, wo hier? Da hinten. Ja. Aha, die haben uns an der. Alter! Das ist unfair. Gib mir auch was, dann machen wir einen ernsthaften. Komm, wir machen zum Abschluss. Jeder kriegt die gleiche Ausrüstung. Wir gehen da oben auf den Baum und wer zuerst runterfällt, hat verloren, okay? Oh, nee. Wirklich so. Das ist voll anstrengend. Voll anstrengend, ja, das ist schon so. Aber ich mache ja bald mal ein Battle und dann bist du da auch mit dabei, okay? Echt? Was für ein Battle? Ja, das wirst du dann schon sehen. Mit so ein paar Leuten, die. Ich kann es dir außerhalb der Aufnahme erzählen. So, gut. Also dann vielen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns beim nächsten Part von wieder. Und ja, bis dann, Sven. Tschüss, Sikowski. Haut rein und tschüss. Ciao.